Herzlich willkommen, ihr Strateger da draußen, und damit begrüße ich euch zur jetzt schon dritten Folge von ARK mit Marc. Ja, wie ihr seht, ist das aus der letzten Folge unter Trike. Die Steine hatten wir ja weggeklöppelt. Ja. Und warum ich hier so heroisch draufstehe, ist eine andere Sache. Das ist unwichtig. Allerdings haben wir ein Problem, Marc. Ja, Brutus ist leider auf die Reise gegangen. Wir finden ihn nicht mehr wieder. Wo ist er? Meinst du, er ist an einem besseren Ort hier? Ja. Hoffe ich für dich. Er ist an einem sehr besseren Ort. Level up! Hey! Was ein toller Start. Level up! Ja. Und ich... Ich glaube, ich lerne mal so die ersten Grundzüge von einem Haus, oder? Ja, mach du mal irgendwie Architekt oder so. Holz und was brauche ich? Stroh und Feuerstein. Sehe ich mir das hier mal. Dahin. Also, passiert ist innerhalb offscreen mal wieder nichts. Nicht viel zumindest. Nö. Eigentlich gar nichts. Nee. Und jetzt machen wir hier weiter. Erneut. Schon wieder. Unseren kleinen Survival-Trip in ARK. Ja. Also, rein theoretisch waren wir ja vorher als Strategiekanal bekannt, ne? Bekannt wollte ich nicht sagen. Ja, ich meine, unter den Leuten, die uns schauen. Ja, das stimmt. Kann uns als Strategiekanal. Jetzt hat sich unser Szenario ein bisschen erweitert. Man muss ja nicht nur Strategie spielen, ne? Nö. Außerdem hatten wir sowieso am Anfang in unserem Infovideo damals gesagt gehabt, wir werden hauptsächlich Strategiespiele werden. Ja, hauptsächlich. Hauptsächlich erstens und... Erstmal kam das Wort noch drin vor. Mhm. Wir werden es erstmal nur Strategie-Let's Plays machen. Marc, es laggt. Ja, ich bin auch aufgefallen. Dadurch, ja. Hat sich doch nach sehr kurzer Zeit, muss ich sagen, daraus ergeben, dass wir ARK angefangen spielen. Haben. ARK zu spielen. Das kam eigentlich alles nur so dadurch zum Zufall. Ja, wir haben zu wenig Spiele. Welches Spiel können wir spielen? Wie war's mit ARK? Ist gerade im Angebot. ARK Sonderangebot. Ja, er hatte schon ARK, habe ich mir jetzt auch ARK geholt gehabt auf dem PC. Ich habe schon normalerweise noch für die Konsole. Und ja. So sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir ARK zocken. Sag mal, wovon wir denn überhaupt unser Haus hinbauen? Ja, aber was ich sagen muss, ich finde, wir sollten vielleicht den Baum hier stehen lassen. Den da? Ja, den finde ich irgendwie so schön. Okay, lassen wir den stehen. Okay, wo soll das Haus hin? Vielleicht hier so direkt neben Baum oder unterm Baum? Nee. Der Baum behindert uns nur. Ich würde sagen... Hier so. Warte. Oh, Feuerstein. Oder nee, hier auf dem Hügel. Das sieht gut aus. Hier. Auf dem Hügel? Obwohl, der ist vielleicht etwas klein. Mhm. Dann bauen wir uns hier hin. Da. Hier. Ja, das geht ja. So. Erster Anfang. Oh. Tada, die ersten Foundations stehen. Yay. Ach ja, und von der letzten Folge ist unser Dodo schon fertig geworden, ne? Ja, der steht da schon. Der Dodo ist fertig. Der gehört jetzt uns. Aber die Frage ist, wie wollen wir ihn... Warte, was bist du? Wie wollen wir ihn nennen? Ich mach das schon. Ach, okay, gut. Wir nennen ihn... Oh, er ist schon Level Up. Wait.
Ist das ein Mann oder eine Frau? Mann. Mag kreative Fall. Los, Marc, denk dir einen Namen aus. Für diesen kleinen Mann. Okay. Jetzt haben wir den Dodo zu uns. Er trinkt Karl Franz davon. Entführt Karl Franz. Er entführt meinen Dodo. Was heißt hier dein Dodo? Er hat Karl Franz entführt. Hallo, ich bin hier Stammes überhaupt. Was willst du eigentlich? Ist mir doch egal. Alles Stammes. Karl Franz, du kommst hier hin. Da. Da steht Karl Franz jetzt. Ja, Karl Franz, wie geht's dir? Gut, das ist ja toll. Mal zum Try gucken, wie es dem so geht. Der sieht mir fast tot aus, Marc. Marc? Ja. Der Zweig scheint mir fast tot zu sein. Ob wir den noch bekommen? Naja, das kriegen wir hin. Wenn wir den bekommen, haben wir schon einen super Namen für einen Trike. Passt dir doch teils. Wie wird sie ihn nennen? Oder sie? Tracy! Tracy? Ja, ist erstens ein Weibchen und es hat irgendwie so einen komischen Unterton. Es hat irgendwie so eine Namensverwandtheit mit Trike. Mm-mm. Nicht Verwandtheit, sondern hört sich so ähnlich an. Okay. Angenommen. Ja, warum nicht? Da hinten ist doch ein Dodo. Wenn es ein Weibchen ist, dann können wir sie ja zur Gemälin von Karl Franz machen. Mhm. Dodo, hallo! Es ist sogar ein Weibchen. Marc, meinst du das Schicksal? Okay. Schicksal. So. Das war's, der Part haben wir aufgenommen. Dies war's schon mit der Folge. Bis dann, tschüss. Nein. Hallo, noch nicht mal Spaß, hey, versteht Dodo, der. Dodo, Dodo. Dodo. Nein, Dodo. Ah, hier. Ne? Wir können ja eigentlich die Dodos paaren, ne? Ja. Dann haben wir Dodo Eier. Wenn wir das machen, müssen wir das Video der Jugendschutz stellen. Ich glaube nicht, dass man das in so einem Spiel sieht. Sieht man ja nicht, aber trotzdem. Hallo? Egal, ob man was sieht oder nicht, allein die Herzen hier über dem Kopf erscheinen sind schon. Oh, stimmt, Herzen. Ah, was machen wir da, Marc? Geht mir eine Unterjugendschutz stellen. Natürlich. Das ist die einzig logische Schlussfolgerung. Man sieht Herzen. Du hast es gesagt, wir sollten so unser Jugendschutz stellen. Wieso haben wir es nicht gemacht? Ja, weil ich gut bin. Das wird ein Riesenhaus. Nein, gar nicht. Wie kommst du darauf? Wir machen übrigens mit dich dafür eine Villa mit mehreren Zimmern. Aha. Das eine Zimmer gehört dir, das eine Zimmer gehört mir. Kaum steht ein Haus so halbwegs, schon wieder getrennte Zimmer haben. Ja, da hast du meine Sachen und du hast so deine Sachen. Also du nichts und ich alles voll. So kann man es auch sagen. Ich hab Hunger, hey. Hallo Riesenfee. Hey, was zu essen? Ich hab was zu essen. Hast du gebratenes Fleisch? Ja. Okay, aber nicht für dich. Dodo, wo legst du? Ach, da liegt der Dodo. Die Dodo, den. Was ist eigentlich die weibliche Form von Dodo? Doden. Ich hab keine Ahnung. Doden. Klingt extrem scheiße. Ich weiß. Aber wie wollen wir die dann nennen? Wem? Ja, das Dodo-Weibchen.
Ich meine, es ist ja die Gemälde von Karl Franz. Ich weiß schon, wie wir den nächsten Dodo erstellen. Wir erstellen eine ganze adlige Dodo-Familie. Balthasar Geld, ne? Halt Balthasar Geld. Den nächsten Flugsaurier, den wir bekommen, nennen wir Manfred von Karstein. Manfred? Pistolen? Ich will ja mal einen Petri haben. Marc, ich habe den besten und kreativsten Namen. EU. West. Sie heißt Mike. Ich habe Hunger. Ich brauche was zu essen. Wenn nicht, muss ich gleich Karl Franz umbringen. Nein, du bringst nicht Karl Franz um. Du hast aber so viel Fleisch. Hast du zum Trike geguckt? Nö. Du musst doch mal hingucken. Ach, ich gehe ja schon hin. Jetzt bin ich gerade da. Lebt er noch? Ja. Der kriegt... Der stirbt ja nicht vom Bären essen, also wirklich. Aber wir brauchen neue Narkobären. Also neue schwarze. Gibst du ihr gerade einen anderen Namen? Nein. Sondern? Da kann ich sie ja mitnehmen. Hanha. Ja, Hanha. Okay. Hallo Hanha. Wie geht's dir also, Hanha? Wie hätte ich sie sonst nennen sollen? Maid. Etwa Hanna oder wie? Nee, das ist unrealistisch. Hanha ist cool. Und bescheuert zugleich, deswegen nehme ich's ja. Lass den Dodo los. Ich habe dir übrigens Narkobären gegeben, ich hoffe, das ist gut. Ja, das ist gut, dann bleibt er länger liegen. Lass den beschissenen Dodo los. Ich habe Hunger. Das ist mir egal. Oh, guck mal, die haben schon Herzen. Max, jetzt müssen wir die Altersbeschränkung einbauen. Was ist? Jetzt müssen wir die Altersbeschränkung einbauen. Wieso? Altersbeschränkung! Ich bin sofort ab 18 eingestellt. Das ist kacke. Guck mal, Karl Franz haut von nachher ab. Ich hab Karl Franz kacke. Ich hab artige Kacke. Los! Lass den Dodo los! Ah, der Dodo ist los. Er hat den Dodo losgelassen. Wir brauchen einen Hühnerkäfig. Karl Franz hat keinen Bock auf Hanha. Merke ich auch. Hanha, geht's dir gut? Ich glaub nicht. Ich meine, ihr Mann hat keinen Bock auf sie. Also, wie soll dir gut gehen? Okay, tschüss, Hanha. Oh Gott, der Name wird irgendwann anstrengend. Hallo, Hanha. Ich habe Hunger. Warum hast du sie umbenannt? Halt nicht. Doch, hast du. Sie Hanna genannt. Ja, siehst du? So muss ich nicht Hanha sagen. Hanha. Ja, Hanha. War mich anstrengend. Aha. Ich hab Hunger. Hast du? Gib mir was zu essen. Du hast doch erst gegessen, oder nicht? Sonst muss ich Hanna umbringen. Ach so, du hast... Hunger. Ich... Au! Ja, renn doch nicht in meine Axt rein! Ich hab Hunger. Hier, Marc, bratet das Fleisch. Oh. Kannst du es braten? Toll, muss ich auch noch erst braten. Ja. Das ist ein toller Service. Ja. Ey. Wir sind ja nicht im 18-Sterne-Restaurant. Wieso nicht? Weil das hier die Wildnis ist. Ich höre irgendein Dino-Geräusch, das gefällt mir nicht. Du hast irgendein Dino-Geräusch. Trike! Wie geht's dir? Oh ne, ich höre die da hinten sich prügeln. Hilfe, ich bin bewusstlos! Warum? Was weiß ich, ich bin bewusstlos! Wo ist er? Wo ist er? Ich will dir nicht zu nahe treten, ne? Aber du bist im Boden. Ne, jetzt nicht mehr. Da liegst du. Hallo?
Was hat der Markt denn alles? Finger weg von meinen Sachen! Okay, da hat das angemacht. Er hat das früher angemacht. Gut. Karl Franz wird abhauen. Ich lass dir mal alle Sachen da, die dir gehören, ne? Der braucht so lange, der Twike. Karl Franz. Karl Franz will nicht. Ich glaube, das wird nicht aus deren Liebesbeziehung. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr auf sie. Das kenne ich ja auch irgendwoher, Mark. Karl Franz. Karl Franz, du sollst dich mit Hannah paaren. Jetzt wird er auch noch zwangsverheiratet. Alter, Hannah bleibt hier ganz friedlich stehen und du rennst immer weg. Arme Hannah. Du bist ja ein toller Ehemann. Okay. Ih, der Vogel hat mich angekackt. Oh, armer Vogel. Ha, sie paaren sich. Es gibt doch noch Liebe. Aber ich habe es bald auf Wandern deaktivieren gestellt. Ich glaube nicht, dass sie dadurch jetzt sich paaren werden. Aber sie lieben sich, das reicht. Hast du sie nebeneinander gestellt? Ja. Gut. Wie verdorbenes Fleisch, wer isst denn sowas, Leon? Echt nicht, warum? Ach, nur so. Was willst du damit andeuten? Gar nicht. Bist du jeder sicher? Ja. Marc, du musst mein Mädchen Narkobären farmen, sonst wacht unser Twilight gleich wieder auf. Wir brauchen Narkobären. Keine Tintobären. Wir brauchen Narkobären. Ich kriege alle anderen Bären. Ich kriege ja, alles. So geht's mir auch die ganze Zeit. Keine Narko. Was sagt denn eigentlich die Zeit? Die sagt 17 Minuten. Warum? Willst du das wissen? Nur so nicht, dass wir Überstunden machen. Überstunden? Was redest du von Überstunden? Ja, ich habe einen strengen Arbeitsplan. Du. Ja, ich, wieso? Glaube ich nicht. Ich bin ja hart arbeitender Bursche. Natürlich, du. Ich hab schon wieder Hunger. Ich hab hier einen reinfressen. Marc, ich glaube, der Twike will nicht gezähmt werden. Wieso? Also, ich habe keine Narkobären. Und gleich wacht er sie erst auf. Noch 60 Sekunden. Pack Narkobären rein. Ich hab keine. Schlecht. Dann hol Narkobären. Nee. Nicht Tinto. Narko. N-A-R-C-O. Oh, nicht Zitronensamen. Was eine spannende Folge heute. Aber es gehört Nummer 10 über den dazu. Ne? Ich habe auch zwei. Ich habe eine. Ja. Marco. Jetzt gehen auch hier noch die Büsche aus. Schlimm. Und dabei ist sie fast fertig. Irgendwann müssen wir eine Sonderpetition starten, ne? Expedition. Auf die Suche nach Brutus. Expedition. Die Suche nach Brutus, meinst du wohl? Ja, das auch.
Weißt du, ich hatte auch mal ein paar Schamel. Ich hatte auch mal Kaffee. Und Marc? Ja. Wir wollten noch erzählen, diese Folge, warum kein Total War Account zurzeit. Ja, stimmt. Total War Warhammer hat anscheinend von mir gesagt, ich hab keinen Bock mehr, dass du, alter Sack, mich zockst. Es will nicht starten, kurz gesagt. Jetzt finde ich tüfteln, überlegen, alles durchsuchen. Und dann allen probieren, was man machen kann, damit ich Total War wieder zum Laufen bekomme. Aber es gestaltet sich alles schwieriger, als es ist. Als gedacht. Ja, das auch. Ich bin mir sicher, es ist eine ganz einfache Lösung, aber ich finde sie einfach nicht. Es ist zu einfach. Ja, kennst du sowas? Das ist eine einfache Lösung. Du gehst aber davon aus, das ist richtig was Professionelles, was du nicht herausfindest. Und am Ende stellt es heraus, oh. Das war doch der Endpunkt. War ja doch nur einen Knopf drücken oder ein Update machen oder dies und das. Oh. Und du suchst schon durch, hast das Spiel ein paar Mal installiert. Oder musst einfach nur einen Ordner verschieben oder guckst so. Schon im Quellcode nach, aber da findest du auch nichts. Versuchst du es irgendwie am PC zu hacken. Oder versuchst dich direkt in Valve in Steam 1, direkt ganz Steam zu hacken. Einfach die ganze Kontrolle. Du denkst dir auch unterwegs, obwohl, wenn ich ja schon mal drin bin, kann ich mir ein paar Sonderspiele anpacken, ne? Ach, das Spiel wollte ich schon immer haben, aber jetzt kann ich es mir holen. Ah, guck mal an. Der neue Total War Teil. Oder, ui. Rise Son of Rome 2. Sofort einstecken. Oh, da hatte ich auch Interesse. Ja, ne? Friss meine Narko-Bären! Aber erst wenn nächstes Mal ein Rise of Rome rauskommt, muss es länger sein, liebe Freunde. Ja, auf jeden Fall. Es muss länger sein, sonst lohnt es sich nicht. Guck mal! Wir haben ein Problem und eine tolle Sache gibt's hier. Hm. Problem? Siehst du. Hallo, tolle Sache, neue Büsche. Der ist doch ganz nett. Au, er greift mich an. Was hast du getan? Ich hab nichts getan, ich hab nur Büsche abgegrast. Mag wohl lieber, wenn du Büsche abgrast. Was hab ich dir getan? Nein, nicht zum Twike gehen. Nee, der verfolgt mich. Los. Jetzt verfolgst du mich, komm. Verfolg mich. Nein, lass mich in Ruhe. Aua. Marc, komm hier zu mir. Komm. Ich will den Trike beschützen. Ja. Ich versuche es wegzulocken. Ah, lass den Trike in Ruhe. Komm her. Ja, los, komm. Nein, mein Trike. Lass ihn in Ruhe. Lebt sie noch? Ja, gerade so. Ich lock sie weg. Oder es. Was hat er gesagt? Los, komm her. Und so weiter, du hast gerade genug Chancen, sie wegzulocken. Ich bin dabei. Es wird gleich was. Ah, Wasser. Du dehydrierst, du brauchst Wasser schnell. Was? Ich dehydriere. Was eine Chaosfolge heute. Hey, das ist jetzt eine Chaosfolge? Was ist mit der ersten? Das war eine Fail-Folge. Ja, hast du dir auch Let's Fail genannt? Natürlich. Hast du auch Hashtag 00 hingeschrieben? Nee. Hast du 01 hingeschrieben? Ja. Okay. Ist mir egal. So, ich denke, das ist weit genug weg. Jetzt muss ich zurückkommen und dann ist alles wieder gut. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt schon längst 20 Minuten erreicht haben, aber Wir auf jeden Fall, bis der Trike fertig ist. Natürlich. Ich meine, jetzt können wir ja auch hier schon... Das dauert bestimmt nicht mehr lange. Fertig schon. Oh, die ist halt fertig. Warte, jetzt gebe ich dir hier noch einen von den Bären. Ich wieg zu viel. Hier, zwei, du kannst das haben. Marc, ich baue mal... Marc? Ja? Ich baue uns mal einen Hühnerkäfig, ne? Ja. Für Karl Franz und... Okay. You've tamed a trike. Du hast gezähmt. It's right. Sag ich doch.
Trash. Da. Komm her. Ja, komm her. Tracy, komm mit. Tracy kommt übrigens. Hier ist sie. Tracy, zeig dich. Hallo. Na, Tracy, wie geht's dich? Du brauchst Essen, um dich zu heilen. Hier, nimm die Beeren. Ich pack mal Hanna und Karl Franz in den Vogelkäfig. Oder Liebesnest, wie wir wollen. Los, lass ihn los. Ja. Ich hol Hanna. Okay, hol Hanna. Dann level ich mal kurz Karl Franz ab. Yay, ich komme mit Geflügeln. Ich komme hier nicht hoch. Da. Hallo? Hallo? Das ist normal, dass ich hier nicht reinkomme. Ja, ist ein Feature. Ja. Wir müssen hier noch eine Art Tür oder Tor einbauen. Ja, hab ich noch nicht erforscht. Entschuldigung. Mit sowas muss ich zusammenarbeiten. Ja, was hast du denn erforscht? Los, geh raus. Stoffhut, Stoffhandschuhe. Das war unnötig. Jetzt hätte nur eine Rüstung erforschen müssen. Gib mich Chichin. Marc, mach mal Abmoderation. Ja, warte, bevor ich jetzt eine Abmoderation starte. Und ich wollte das hier nochmal hinbauen. Müll. Bah. Okay. Ich würde sagen, das war's dann heute mit dieser Folge. Wir haben viel geschafft. Wir haben Tracy in letzter Sekunde noch gewonnen. Wir haben ein liebes Nest gebaut mit Karl Franz, der Insassen. Karl Franz und Hanna. Wir haben ein riesiges fettes Vieh weggelockt und sind eigentlich relativ. Marc! Ui! Making progress! Sie lieben sich! Okay, ja! Sie machen Eier! Karl Franz, nein, nicht rausgehen! Böse! Wir brauchen eine Tür. Okay, ja. Und die Eier und das Liebesnetz werden wir uns höchstwahrscheinlich später sorgen. Ich würde sagen. Dann war es das für heute. Heute war eine ganz erfolgreiche Folge und ich wünsche euch allen noch einen schönen Samstag. Bis dann. Ciao. Auch von meinerseits. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und schreibt irgendwie Tipps und Tricks in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich auch mit einem Tschüss. Bis zum nächsten Mal.